Altertum war das Osterfeuer für die Menschen und Götter heilig. Die 6 altrömischen Priesterinnen der Vester hatten dafür zu sorgen, dass das Osterfeuer nie erlischt. Man begrüßte die tanzende Sonne am Ostermorgen tanzend, um so die Sonne auf die Erde herabzuziehen. Denn mit dem Osterfeuer wurde die Sonne begrüßt. Soweit der Lichtschein des Feuers reichte, bringt es dem Land Glück und Gedeihen. Die ersten Osterfeuer entstanden 750 in Frankreich. Bei der Standortwahl sollte man darauf achten, dass die Rauchentwicklung die Anwohner nicht belasten. Zudem sind Brut- und Aufzucht störende Handlungen in einem Umkreis von 300 Metern zu unterlassen. Viele Gartenbesitzer, Vereine und Gemeinden fangen aber schon Tage zuvor an, das Material für das Osterfeuer zu sammeln und aufzuschichten. Doch viele Tiere nutzen diesen Haufen als Unterschlupf oder Brutstätten. Doch das könnte für sie tödlich enden. Denn viele Menschen schichten die Haufen vor dem Anzünden nicht nochmal um und geben den Tieren somit nicht die Chance, sich in Sicherheit zu bringen. Also schichtet die Haufen vor dem Anzünden immer nochmal um, denn dann sind Osterfeuer für Tiere nicht mehr lebensgefährlich.